Stimmung hier ist sommerlich gut. Eigentlich sollte das hier eine Protestkundgebung werden. Und zwar eine Protestkundgebung vom Movimento Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, die hier die stärkste Partei bei den Wahlen in Italien im März geworden ist. Denn der Staatspräsident hatte erst ein Veto eingelegt gegen diese Regierung, die das Movimento Cinque Stelle zusammen mit der rechten Lega bilden wollte. Aber jetzt dürfen sie doch. Und dementsprechend ist die Stimmung gut. Die Leute sind jetzt nicht zum Protestieren hier, sondern zum Feiern. Un gruppo di attivisti, veniamo dalla Calabria e siamo qui perché crediamo in questo progetto dell'Italia 5 Stelle, perché dopo tanti anni in cui abbiamo lottato, in cui comunque ci siamo battuti per questo grande ideale, questo grande sogno che era l'Italia 5 Stelle, noi oggi finalmente vediamo il movimento al governo, quindi con grande soddisfazione per tutti noi siamo qui a festeggiare. Wir kommen aus Modena und sind hier wir freuen uns, dass wir eigentlich wie sagt man, ein neues, wie sagt man, Governo, eine neue Regierung haben. Wir hoffen, dass die Situation in Italien besser wird, weil wir mit den alten Politikern wirklich die Schnauze voll hatten. Lei cosa dice dell'alleanza con la Lega? È un problema per lei o no? No, non lo troviamo, perché abbiamo visto che la Lega ha diversi punti in comune con noi, però certo, se governavamo da soli era meglio. Non è un'alleanza perché è un contratto, non siamo alleati. C'è stato un contratto con dei punti precisi, speriamo che soprattutto dall'altra parte siano corretti. Non è un coalizione per lei? No, non è. È un contratto, abbiamo messo dei punti che abbiamo simili e quindi niente, vanno rispettati. Con i tempi e i modi. Basta. Die Leute hier sagen, wir kommen schon klar mit der Lega, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, Koalitionsvertrag, da ist ja alles geregelt. Ich glaube, die Leute reden sich das hier schön. Denn das sind zwei Parteien mit völlig unterschiedlichen Wählergruppen und mit völlig unterschiedlichen Interessen. Die einen, die Fünf-Sterne-Bewegung, die vertreten eher sozial schwache, arbeitslose Menschen, vor allem aus dem armen Süden von Italien. Die Lega hingegen ist eher so die Partei der kleinen, gewerbetreibenden Selbstständigen aus dem reichen Norden. Entsprechend unterschiedlich sind die Programme. Die Movimento Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, verspricht eher soziale Wohltaten, eine Art Grundeinkommen für die Ärmsten der Armen. Die Lega hingegen will Steuersenkungen. Und beides kostet irre viel Geld. Das lässt sich alles nicht gleichzeitig realisieren. Nicht mal ansatzweise in einem Land, was so hohe Schulden hat wie Italien. Und am Montag wird die Regierungsarbeit beginnen. Und dann wird es darum gehen, wer sich da durchsetzt von den beiden in dieser Regierung mit seinen Plänen. Und dann wird auch bald bei der einen oder anderen Wählergruppe Ernüchterung einkehren.